Das Herz bedeutet, Gott liebt dich, er hat einen Plan für dein Leben, er hat ja uns geschaffen für Beziehung mit ihm. Ja. Einverstanden. Und danach hat es eine Trennung zwischen Mensch und Gott, darum haben wir all das Leid auf dieser Welt, Krieg, wir verletzen ihn manchmal und manchmal auch Missbrauch, um wir leben und so. Aber wenn man vergleicht mit Gott, Gott ist ja ganz anders, er ist vollkommen, oder? Und er hat uns Menschen am Anfang auch vollkommen geschaffen. Ja. Am Anfang war es das Paradies gewesen, weißt du? Ist völlig anders, oder? Ja. Warum sind wir nachher so geworden? Ja. Ist so egoistisch, warum das? Ja. Hat er eine Idee? Halt, Menschen wollen immer mehr haben und dann nehmen sie sich selber. Mhm, okay. Ja, okay. So gierig und so, meinst du? Ja. Ja. Eigentlich haben Adam und Eva am Anfang jetzt schon angefangen, oder? Die haben eigentlich alles gehabt, oder? Die haben das Paradies gehabt, oder? Ja. Aber sie ist, aber nachher ist Schlange gekommen, magst du dich erinnern, oder? An die Geschichte, oder? Mit dem Äpfel und so. Die haben sie eigentlich reingeliehen. Haben gesagt, wenn du willst sein wie Gott, dann nachher musst du von dieser Frucht nehmen, genau, verbotene Frucht. Und sie sind auf die Lüge eingefallen, oder? Sie haben gemacht, was die Schlange sagt. Und danach haben sie sich immer unterworfen und seine egoistische Natur von Satan übernommen. Das ist schon heftig. Und wir natürlich auch, oder? Weil wir von ihnen abstammen, oder? Und mit dieser Natur können wir nicht beziehen mit Gott. Also, weißt du, wir können nicht mit Sünde in den Himmel, oder? Ja. Wir würden an den gleichen Ort herkommen wie Satan, aber Gott möchte natürlich, dass jeder Mensch mit ihm die Ewigkeit verbringt, im Paradies. Darum hat Gott eine Rettung geschaffen. Schau, er hat eine Brücke hergestellt, damit jeder, der möchte, kann wieder mit ihm... Genau. Und was ist da passiert? Was hat Gott gemacht, um uns zu retten? Was beinhaltet die Brücke? Kraft, also das Menschen darüber. Ja, weißt du, aber wie können sie darüber? Was ist da für eine Brücke, damit... Das Kreuz. Kreuz, genau. Wer ist am Kreuz gehangen? Das Kreuz von Jesus. Ja. Jesus, genau. Gimme 5, ja. Jesus, er ist der Retter. Ja. Ist er für jeden Menschen gestorben am Kreuz? Für jeden Menschen hat er... Oder warum ist er gestorben überhaupt? Warum ist er am Kreuz gehangen? Warum? Weil Jonas ihn verraten hat. Was ist der wahre Grund dahinter? Weißt du, warum hat Gott wollen, dass er... Weißt du, er hätte jederzeit können sagen, eine Legion Engel holen, die ihn befreien. Das ist kein Problem, er hat die Connection gehabt, weißt du. Aber warum hat er das auf sich genommen? Weil es ist halt auch sein Schicksal gewesen, vielleicht. Im Garten Zimmer hat er gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Vater, soll geschehen. Das war der Wille vom Vater gewesen. Mhm. Und weißt du warum? Er hat alle Sünden von uns allen. Weißt du, Gott hat ihm auch 10 Gebote gegeben, oder? Ja. Um uns zu zeigen, schau, das ist der Standard. Nicht lügen, nicht stellen, nicht schlecht reden über andere, nicht Eifersucht, weißt du? Wir alle haben das versifft, weißt du? Ja, ja. 10 Mal im Tag und das ganze Leben, das ist ein riesen Schuldenhaufen, den wir vor Gott haben, weißt du? Aber er hat die 10 Gebote nur gegeben, um zu zeigen, schau, das ist eigentlich Vollkommenheit, das ist der Standard, den wir müssen haben. Wir sind total downgraded worden am Anfang vom Sündenfall, weißt du? Und Gott tut sich nicht auf uns, auf Satans Niveau ablassen, sondern tut uns aufholen, auf sein Niveau. Weißt du, was ich meine? Genau. Das ist so anders als das, was die Welt sagt, gell? Darum muss man so lachen, ich verstehe das völlig. Ja. Und danach, und Gott holt uns wieder auf sein Niveau auf. Und hat gesagt, okay, 10 Gebote hat er umgegeben, um zu zeigen, dass wir erkennen, wir brauchen Rettung. Ja. Wir sind total downgraded, genau. Oder? Und dann ist Jesus gekommen und hat alle Sünden auf sich genommen, hat zahlt mit seinem Leben. Damit jeder, der ihn annimmt, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja. Also das heisst, Jesus hat für jeden Menschen gezahlt, aber ist jetzt jeder automatisch gerettet, kommt jeder automatisch in den Himmel. Nein. Was braucht es von uns her? Ja, nein, ja, weißt du, was braucht es von uns her? Wir müssen auch etwas geben dafür, das heisst, wir dürfen in der Stelle gut sein. Ja, aber das schafft kein Mensch, oder? Wie gut, wir müssten perfekt sein, oder? Ja. Wir müssen vollkommen sein, um zu Gott zu kommen, weil er hat Vollkommenheit als Standard, oder? Aber das schafft kein Mensch. Wir müssen Jesus annehmen als Herr, oder? Wir müssen unser Leben ihm geben. Ja. Oder? Wer sein Leben behaltet, selber will zu Gott erreichen mit guten Taten, weißt du? Der will quasi wieder drüber jumpen zu Gott. Aber das ist viel zu grosser Graben, das schafft der Mensch allein nicht, weißt du? Wir genau gleich runterfallen. Ja. Aber wir müssen, aber nur wenn wir Jesus annehmen als unseren Herr, oder wenn wir unser Leben Jesus geben und ihn einladen als Herr, als König von unserem Leben, und dann sind wir safe. Einverstanden? Ja. Wir müssen Jesus annehmen. Ja. Und dann sind wir safe nachher. Danke. Okay. Und dann hast du ewiges Leben, genau. Aber die Kinder sind sowieso gerettet, weißt du? Ja. Weil die können ja gar noch nicht, weißt du, so entscheiden. Aber mit 13, 14, ich weiss nicht, wie alt sie sind. Ja. So, dann bist du langsam mündig, oder, geistlich, und dann kannst du selber entscheiden, willst du Jesus nachfolgen oder nicht, oder? Und die sind so in dem Alter, oder kommen die so? Dann gebe ich noch ein Kärtchen. Danke vielmals. Schon gut, hey. Dann könnt ihr auch hier auf der Webseite schauen, ist noch gut beschrieben und so. Und ich tue jeden Tag, tue ich so, auf Insta, TikTok, überall, tue ich so Videos veröffentlichen, Discussion mit Jugendlichen über Gott und auch Heilige, die passieren, weißt du, Leute, die
geheilt werden. Okay, genau. Ist gut. Okay, schön zusammen. Merci fürs Mitmachen. Ciao. Tschüss.